Die libanesische Künstlerin Laudi Abilama widmet dem ehemaligen Premierminister Singapurs Lee Kuan Yew einige Werke in der Sana Gallery in Singapur. Yew, der als Gründervater des modernen Singapurs gilt, starb am 23. März im Alter von 91 Jahren. Vor einigen Jahren war der Premierminister noch eine Art No-Go-Area für die Kunst und für die Künstler. Jetzt sehen wir, dass einige Künstler angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe, dass sie weitermachen werden, denn Premierminister Lee Kuan Yew ist eine sehr inspirierende Ikone. Laudi Abilama arbeitet in ihrem Atelier östlich von Beirut mit Siebdruckverfahren. Er war entscheidend, hat das Land zu dem gemacht, was es heute ist. Singapur und der Libanon haben viele Gemeinsamkeiten. Es sind multikulturelle Gesellschaften. Er hat das gehandelt und Harmonie geschaffen, während es bei uns mit der Zeit leider eher zu einem selbstgemachten Zusammenbruch geführt hat. Lee wurde aufgrund seiner autoritären Praktiken gefürchtet. Seiner Meinung nach waren die Begrenzungen der Rede- und Protestfreiheit notwendig, um Stabilität in einem multiethnischen und multireligiösen Land zu garantieren. Leider gehören wir heute zu einer Welt mit 22 gescheiterten Staaten, gescheiterten Diktaturen, gescheiterten Demokratien. Alles hat sich irgendwie in nichts verwandelt. Deswegen suche ich als junge Libanesin nach Menschen wie Lee Kuan Yew. Für mich ist es wichtig zu verstehen, wie die Welt funktioniert, sich mit unterschiedlichen politischen Ideen und Systemen auseinanderzusetzen. Die Ausstellung der libanesischen Künstlerin ist noch bis zum 26. April in der Sana Gallery in Singapur zu sehen.